Kurt Brat schildert die folgende Episode aus dem Luftkrieg über Sizilien. Am 18. Juni 1943 startete die Bereitschaftsrotte der 7. Staffel Jagdgeschwader 53 von Oberfeldwebel Günther Seeger in Skiaka, um einen gegnerischen Aufklärer abzufangen. Präzise Kurs- und Höhenangaben wurden den Piloten per Funk vom Boden aus übermittelt. Doch der Oberfeldwebel fand das Ziel nicht. Seeger, ein alter Hase, vermutete, dass die Spitfire längst im Tiefflug mit ein paar Fotos auf dem Weg nach Malta war. Der Mann am Mikrofon im Leitstand wurde sauer. Jetzt müssen Sie ihn doch haben! Seeger verneinte. Dann kehren Sie um, Sie lahmer Sack! Brüllte es von unten. Das ließ sich Seeger, geboren in Offenbach, nicht bieten. Komm doch selber ruf und guck dich hier um, du Arschloch! Unmittelbar nach der Landung wurde der Pilot wie ein Verbrecher abgeführt. Von Kriegsgericht war die Rede. Es dauerte eine ganze Weile, bis der General der Jagdflieger von der Unschuld Seegers überzeugt war. Seeger wurde später noch zum Offizier befördert und erhielt das Ritterkreuz.